Du bist der Bananenkönig, Charlie. Nicht tauchen. Klar, dass Link nicht reden kann, er ist blond. Ich weiß. Mann, und dafür werde ich dich richtig hart rannehmen heute Nacht. Oh nein, ein vierbeiniges, rotäugiges, blaues Dingens. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich mit Marlon anstellen soll. Oh mein Gott. Boah, sei nicht immer so furchtbar, weiß ich nicht. Ich färb mich jetzt auch blond, mein Gott. War nur ein Joe. Ey, du bist wirklich das beste Beispiel dafür, dass Blonde echt teilweise total bescheuert sind. Oh, siehst du mal Marlon, ey. Marlon ist nicht blond, Gottlob. Ich bin ein Künstler. Du und wenn das jetzt das sind, Leute, echt. Meine Wortkombinationen sind top-tastisch. Yep. Top-tastisch? Schon wieder ein neues Wort erfunden. Ich bin einfach so geil, Tissimo. Oh mein Gott, whatever. So kann ich mit meinem Schwert nicht unter Wasser schlagen. Es tut doch bestimmt trotzdem weh. Ich würde echt interessieren, wie Links Stimme aussieht. Aussieht. Ja, ich höre schon, was du meinst, dein Sprecher. Also. Mann, verpisst euch, ihr Scheißrochen. Wieso haben sie sich auf einmal aufgelöst? Was ist das denn? Gib ihn noch. Oh Gott, der Boss wird auch so ultra schwer, Mann. Anvisieren und Feuer. Dass die immer so andere farbenes Blut haben müssen, finde ich merkwürdig. Was für ein Blut sollen die denn haben? Gold. Blut. Ist das ein Genital? Oh mein Gott. Gott, bin ich denke nur von Perversen umgeben. Ja. Eigentlich schon. Logik, hallo, wir brauchen dich. Controller, bitte, mach nur eine halbe Bewegung. Oh, würde eher Niveau appellieren. SS Niveau, wir sinken. Oh Gott, ich hasse den Spruch. Wieso steigt Link eigentlich auf? Er wiegt doch auch voll viel. Das kann doch nicht nur in so einem verkackten Eisenschuh liegen. Ach ja, nach oben, glaube ich. Oder? Weil du in den Lungen hast, Mann. Ah. Ja, dass man dann nach oben. Vor allem Link auch noch Luft im Kopf. Du musst langsam, wir reden nicht von dir, du musst langsam ausatmen, dann sinkst du auch. Ach, doof. Ich hoffe, das klappt. Hier ist nämlich eine Truhe und da ist dies vom Wasser irgendwie umgeben. Nein, nicht die Feuerrüstung anziehen. So, passt es doch. Oh Gott, ist das alles so ein Geklicke-Spiel. Klick, 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 klick. Perfekt. So, oh Mann, bin ich schnell. Das wäre fast in die Hose gegangen. Wenn du noch einen Augenblick war, das geht's das bestimmt. Ich bin gerade in einem Raum, da muss ich so Schalter aktivieren und dann ist da der Wasserpegel von der Kiste weg und dann kann ich da die auch, denke ich mal, aufmachen. Mal gucken. Oh Gott. Wusch. Ach, der Kompass, das habe ich für den Kompass gemacht? Das, also ganz ehrlich, wenn ich mir selber Verarsche machen würde, würde ich das machen. Das habe ich für den Kompass gemacht! Das kann doch nicht sein! Doch, manchmal ist das echt ein bisschen dämlich. Der Raum ist scheiße und war voll schwer, Mann. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, ein Part gebraucht. Jetzt falle ich auch noch auf Stachel rauf. Behinderte Scheiße, ey. Also auf den nächsten Raum kommt die Karte, danach kriege ich 5 Rubine. Ja. Gehen wir mal einfach auf den Grund. Oh nein, da sind diese Stachelpenner. Verpisst euch, Stachelpenner.
Keiner mag euch. Eure pieksigen Umarmungen könnt ihr auch gerne bei euch behalten. Wir haben uns gegenseitig umarmt. Ach, dabei ist mein Vater gestorben. Ich liebe doch. Ciao. Hier muss ich eine Bombe hinpacken, aber hier ist Wurse. Funktioniert. My father died while looking at a little girl. This is for you, Daddy. This all makes sense. I'm an X-Men robot. Ich habe Ruto gefunden. Oh, wenn ich mich recht entsinne, Marlon. Du bist Marlon, oder? Ne. Deine Braut. Ich würde Ruto heiraten und scheiß mal auf Zelda. Oh mein. Ehrlich mal. Das meine ich dir tot ernst. Yes. Ich möchte die Kinder sehen, ey. Guck dir doch mal ihren wohlgeformten Kopf an. Ey, du hast so viel The Real Legend of Zelda 4 geguckt, ja? Mein Gott. Stimmt doch gar nicht. Ganz ehrlich, die haben doch dann das gezeigt, was wir Männer schon seit Jahrhunderten gedacht haben, seit es das Spiel gibt halt. Ja, ohne nackte Frau, juhu! Nee, scheiß auf Zelda, oh, das war geil! Sie hat vier Augen, Mann, das ist episch. Vier Augen, du hast so ein Knall, Mann, das sind Ohrringe! Ich hab mal gedacht, die hat Edelsteine im Kopf. Ja, oder so was. Augen, Mann, ihr habt nicht gelernt. Ey, und Edelsteine sind keine Ohrringe, oder was? Edelsteine sind Edelsteine? Du bist so bekloppt. Ja, warum hat man die Ding? Nicht mit, flieg nicht einfach weg, nehm mich doch mit, ich kann nicht nach oben schwimmen. Oh, wieso? Blöde Kuh. Die muss ich mal heiraten, ey. Warum das Link das einfach so hinnimmt, dass er sie heiraten muss? Das ist irgendwie so witzlos. Hast du sie mal angesehen? Die würde ich auch heiraten. Ja, klar, aber... Er nimmt doch gar nicht hin. Hm, doch. Die sind jetzt verheiratet. Total. Er muss er doch, er hat den Verlobungsstein genommen. Das Ding ist weg zu retten, Mann. Und die hatten schon den Verlobungssex. Ich frag mich, wie zu... Oh mein Gott, echt, jetzt ist langsam auch mal genug. Okay, dann darf nur Marlon sowas sagen. Marlon, sag was Perverses. Penis. Danke. Jeder, der den Zugang auf dem Grund des Sees öffnen will, möge die... Ein Schlaf liegt auch bald die Fresse und jeder weiß, dass man jetzt so Dings hat, die spielen muss. Abgeschlossen. Oh nein. Stachelis, Hilfe. Stachelis? Ja, Stachelis. Du bist taunt. Oh mein Gott, ich verliere nicht mein Leben. Alle geohnt. Ich bin einfach der perfekte Warrior. Oh ja, die Kiste spawnt auf mir fast. Oh, schade. Dass die einfach aus dem Nichts erscheint und dass da dann Licht auftaucht. Also die Technologie von damals ist echt Wahnsinn. Das habe ich für die Karte gemacht! Fickt euch! Ruto, du fette Schnurm! So viel dazu. Mann! Das war's doch nicht wert. Jetzt bin, weiß ich genauso viel wie als ich hier reingekommen bin. Hey. Behindert. Ganz tolles Spiel. Oh mein Gott, den Wassertempel in Twilight Princess habe ich auch nie geschafft. Den habe ich mit Bug-Using geschafft. Sehr nervig. Das stimmt, da stimme ich zu. Da habe ich auch lange dran gesessen. Ja. Ich habe den mit Bug-Using gemacht. Der ist so ätzend gemacht. Wenn du irgendwann habe ich eine Stelle erreicht, da kam ich einfach nicht weiter, überhaupt nicht. Und dann habe ich mich auf den Kronleuchter. Hab mich runterhangeln lassen mit Enterhaken und dann bist du auch auf die auf das Plateau in der Mitte gekommen. Anstatt dass du den Wasserpegel bis dahin machst. Nicht schlecht. Gut, ich muss sagen, so gut, dass ich das jetzt alles kenne. Weiß ich auch nicht mehr. Ich fand die Tempel eigentlich ziemlich lustig. Der macht doch total Spaß. Vor allem auf Wii macht das Spiel ends viel Gaudi. Finde ich. Aber der Tempel war irgendwie ein bisschen tricky nach einer Zeit. Doch, doch. Ich glaube, hier brauche ich den langen Tag. Ach nee, aber ein Schlüssel. Kann ich eine Karte gegen Schlüssel tauschen?
Oder wieso suche ich mir nicht irgendeinen verkackten Schmied, der einfach mal Schlüssel machen kann? Die sehen doch eh alle gleich aus. Wisst ihr, wie episch diese Zelda-Spiele wären, wenn Link einen Dietrich hätte? Offen. Offen. Link ist kein Schurke. Und anstatt, dass er die Schlüssel nicht einfach auf ist, sobald er die Tür auf hat. So ein Dummkopf, Mann. Der kann auch den wieder rausnehmen. Welcher Schlüssel geht bitte kaputt, wenn du die Tür damit öffnest? Einer aus Käsekrackern. Was denn, du hast gefragt? Ah, ich habe ein neues YouTube-Design. Yay. Ja, Michael Jackson musst du noch reinpacken. Ja, das mache ich, wenn ich berühmt bin. Gut. Und wann ist das? Bei 20.000 Abonnenten. Die Welle verloren, ich mache das ja noch. Keine Sorge. Steht zu meinem Dorf. Da war ich, glaube ich, schon. Da war ich, nee, da war ich noch nicht. Ätzend, 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 ätzend. Wie in jedem Spiel einfach mal Wasser scheiße ist. Passt. Ja, irgendwie schon. Hätten sie schöner machen können, nicht immer so. Ich weiß nicht, in Zelda denkst du Wassertempel immer bläh, weil immer irgendwie Wassertempel so ein bisschen nervig ist. Ich weiß nicht, ich finde den Wassertempel eigentlich. Ja, in Ocarina ist okay, aber nur weil ich ihn wirklich auswendig kenne, aber ich finde grundsätzlich sind die Wassertempel sehr, sehr nervig. Twilight finde ich jetzt auch nicht so schlimm, obwohl ich mal an Twilight Sparkle denken muss, wenn ich den Namen jetzt höre. Oh mein Gott, ey. Entschuldigung. My little pony. So die Jungs überkommen, ja. Wieso verändert meine Rüstung meine Organstruktur? Was musst du denn auf die Idee? Oh, scheiße. Wieso minimiert sich einfach mein Spiel, Mann? Wollt ihr mich verarschen? So, ich hoffe, das ist jetzt nicht total buggy. Ich mach mal kurz die Schnur.